Seit 140 Jahren Gutes bewahren und Zukunft gestalten. Volksbank Baden-Baden-Rastatt. Immer mehr Wiesen und landwirtschaftlich nutzbare Flächen verwildern. Deswegen schickt das Baden-Badener Forstamt 80 Ziegen in den Kampf gegen Verbuschungen. Wir waren beim kleinen Almauftrieb in der Oser-Vorbergzone dabei. Das Herbstkonzert der Musikschule Bühl ist traditionell der Auftakt in das neue Schuljahr. Junge Musiker präsentieren sich teilweise zum ersten Mal vor Publikum. Wir haben den Schulleiter getroffen. Zum Kirchweihsonntag wird auch in Sinsheim das Erntedankfest gefeiert. Seit den 50er Jahren gestaltet Martha Bronner die christlichen Körnerbilder dazu. Und im 17. Jahrhundert wurden in Steinbach 32 Todesurteile nach den sogenannten Hexenprotokollen vollstreckt. Ein Gedenkstein im Galgenbosch erinnert an die Gräueltaten von vor fast 400 Jahren. Wir sind in der sogenannten Oser-Vorbergzone. Hier zwischen den Baden-Badener Stadtteilen Hauen-Eberstein und Oos gibt es zahlreiche private Grundstücke, die früher für Streuobst und Heuwiesen genutzt wurden. Inzwischen sieht es vielerorts so aus. Das Problem ist nicht nur hier, dass halt viele Grundstückseigentümer ihre Grundstücke nicht mehr nutzen oder auch nicht mehr können. Das Grundstück freihalte und dann wächst halt in viele Bereiche sieht es aus wie hier, dass halt die Gehölze aufkommen, alles wächst dicht zu und die landwirtschaftliche Nutzung wird dann immer schwieriger. Um diesem Problem zu begegnen, hat Baden-Baden zusammen mit dem Forstamt und dem Landwirtschaftsamt in Rastatt ein Pflegekonzept entwickelt. Für 80 Bündner Strahlenziegen ist das für den Menschen fast undurchdringliche Unterholz ein kulinarisches Paradies. Unsere Ziege fressen eigentlich nicht gerne Gras, sondern wenn man sie irgendwo frisch in eine Koppel reinbringt, dann gehen die immer zuerst an Brombeere oder Haselhecke oder so irgendwas und zupfen da die Blätter ab und später geht es dann mit der Rinde weiter. Die Ziegen sind mit ihrer robusten Art also bestens geeignet, um die verwilderten Flächen zu roden. Ein Gewinn für beide Seiten. Die Ziegen können sich satt fressen und landwirtschaftlich nutzbare Flächen werden rekultiviert. Vorher musste das Forstamt über Grundbucheinträge bei allen Eigentümern die Genehmigungen dazu einholen. Es besteht keine Pflicht für die Eigentümer. Es entstehen auch keine Kosten, aber es ist jetzt nicht ein Zwang, dass man zustimmen muss. Es ist eine Anfrage. Was die Sache dann schon aufwendig macht, sind halt die Vielzahl der Grundstücke. Und was dazu kommt, sind dann auch noch diese Erbengemeinschaften. Also an einem Grundstück, jetzt die Fläche war hier besonders stark, dass sehr viele Eigentümer dann einfach dahinter sind, wo dann Erbegemeinschaften sind mit 10, 20 Eigentümer pro Grundstück. Die Tiere weiden normalerweise in den Sanddünen von Sandweier. Für diese Landschaftspflegemaßnahme ist der Schäfer mitsamt seiner Ziegenherde jetzt nach Oos umgezogen. Die Tiere, die bleiben jetzt noch vielleicht die nächsten 14 Tage oder 3 Wochen bleiben die noch draußen und dann ist fertig und dann kommen sie in den Stall. Erst im März dürfen die Ziegen dann wieder raus auf die Weiden. Wir sind hier auf einer Fläche von knapp einem halben Hektar. Weit mehr Grundstücke sind rund um Oos noch frei zu fressen. Die Vierbeiner haben noch viel Arbeit vor sich. Es wird über mehrere Jahre fortgesetzt. Also, dass einfach so die Landschaft noch offen bleibt, genutzt wird und nicht vollkommen zuwächst und verwildert. Dafür sorgen die Ziegen mit großem Appetit und verdienen sich neben ihrem Futter den Dank von Forst- und Landwirtschaftsamt. Wir finden, das ist ein vorbildliches Projekt, weil es nachhaltig ist und traditionelle regionale Kreisläufe in Schwung bringt. Wenn die Städtische Schule für Musik und Darstellende Kunst in Bühl zu ihrem alljährlichen Herbstkonzert einlädt, dann legen Musiklehrer und noch viel mehr die Schüler im besten Wortsinne einen Rechenschaftsbericht ab über ein Jahr mit musikalischer Probenarbeit. Als größte Bildungseinrichtung in der Stadt hat sich die Musikschule über die Jahre einen hervorragenden Ruf in der Region erarbeitet, den sie in jedem Jahr aufs Neue verteidigt. Wir haben natürlich ein sehr gutes Team, das diese Talente auch immer wieder findet und dann auch entwickeln, aufbauen kann. Dafür stehen wir speziell bei uns in der Musikschularbeit in Bühl. Und das beweist uns auch die nach wie vor starke Nachfrage bei uns. Wir haben weit über 1000 Schülerinnen und Schüler. Egal, ob jetzt im Klassik- oder im Pop-Bereich, ich glaube, wir sind überall gut aufgestellt und sind stolz darauf. Die Schule bietet auch musikalische Früherziehung für die ganz Kleinen an. Das Interesse für Musik zu wecken geschieht meist in der Gruppe, auf den anderen hören, gemeinsam musizieren, bis hin zur Beherrschung eines eigenen Instruments. Den ersten Kontakt knüpfen die Kinder meist in den speziellen Kennenlernkursen vor den Sommerferien. Das ist natürlich so, dass wir über die Schnupperangebote, die wir vor der Sommerpause machen, immer auch eine sehr große Nachfrage haben an jungen Talenten, die sich bei uns vorstellen.
Schulen. Aber wir sind natürlich auch mit Werbemaßnahmen vor Ort und suchen auch die Zusammenarbeit mit den allgemeinbildenden Schulen. Das ist ungemein wichtig. Ganz neu in der städtischen Musikschule ist die Pop-Combo. Frontfrau Saskia Meyer spielt Gitarre und singt dazu. Sie erzählt uns aus ihrer eigentlich typischen Jungmusikerinnen-Karriere. Eigentlich schon seit ich klein bin, habe ich immer bei den Liedern halt einfach mitgesungen. Und dann habe ich jetzt vor einem Jahr auch angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und dann auch hierbei in der Musikschule Gitarrenunterricht angefangen. Und dann hat mich eben der Bernd mal bei einer Probe gehört, demnächst, und hat mich dann dazu eingeladen, noch in der Combo, also mit noch Dimitri Staufer, Fabian Seiler und Lire Kömmel mitzuspielen. Für viele der jungen Musiker ist das Herbstkonzert die erste Gelegenheit, das Gelernte vor einem größeren Publikum vorzuführen. Mit Aufregung davor und meist großem Stolz danach erleben die kleinen Kinder das Konzert. Dafür werden sie von ihren Musiklehrern kompetent vorbereitet. Insofern macht es für die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch immer eine Menge zusätzlicher Arbeit neben dem normalen Instrumentalunterricht, muss man Zusatzproben machen. Aber man sieht ja auch den Spaß und die Freude von allen Beteiligten. Und wenn das Publikum dann da ist und begeistert ist, dann ist es der verdiente Lohn. Auch jetzt können Neugierige mit Lust am Musizieren noch ins laufende Musikjahr einsteigen. Alle Informationen zur Städtischen Schule für Musik und Bildende Kunst Bühl gibt's auf der Internetseite. Zu einem Investmentdialog hatte die Volksbank Baden-Baden-Rastatt in die Reithalle nach Rastatt eingeladen. Nach der Begrüßung durch den Vorstandsvorsitzenden Thomas Pürings wurde die Strategie großer Unternehmen und deren Folgen vorgestellt. Gut besucht war der Dahlienknollenverkauf bei den Freunden des Dahliengartens. Bei dieser Gelegenheit wurde die Dahliensorte mit den meisten Stimmen gewählt. Sieger wurde Otto Thrill, gefolgt von Katsusa Shiranami und der Dahliestadt Spremberg. Der Kirchenchor der Hauen-Ebersteiner Pfarrkirche St. Bartholomä feierte sein 250-jähriges Bestehen mit einem festlichen Konzert. Unter der Leitung von Katharina Ebert sang der gemischte Chor, begleitet von Streichinstrumenten. Die Skiabteilung des TV Hauen-Eberstein veranstaltete in der Eberbachhalle einen Prettelsmarkt. Viele Interessenten drängten sich vor und in der Halle. Von über 500 angebotenen Artikeln wurde fast die Hälfte verkauft. Franz Bernhard Wagener als Bauherr des ehemaligen Opel-Geländes übergab im Rathaus den Bauantrag. OB Gerstner sicherte dem Bauherrn eine zügige Bearbeitung zu. Auf dem Gelände soll ein 5-Sterne-Hotel, ein Ärztehaus und ein Wohnhaus entstehen. Der Grinch, bekannt durch viele Auftritte hier in der Region, gibt am Freitag, den 25. Oktober, ein Benefizkonzert. Unter dem Lebenshilfemotto "Wir sind eins" treten die Musiker im Ochsen in Sinsheim auf. Eintritt frei, es wird um Spenden gebeten. Kirchweihfest in Sinsheim. Seit vielen Jahren feiert man hier in der Gemeinde St. Martin die Kirwe zusammen mit dem traditionellen Erntedankgottesdienst. Zum Anlass wird die Kirche schon Tage zuvor festlich geschmückt. Hinter dem Altar stehen zwei große, handgefertigte Bilder mit Motiven aus dem Alten Testament. Also die Bilder entstehen nur aus Körner. Alles Naturfarben eigentlich. Martha Bronner ist der St. Martin-Gemeinde schon seit vielen Jahrzehnten verbunden und hat dieser Aufgabe der Körnerbilder zum Erntedankfest in Sinsheim viel Zeit geopfert. Über 50 Jahre. 57 gab es schon das erste Bild. Und das hat sich natürlich gesteigert, gell? Das war ja nicht am Anfang, war das ja nicht so schön. Aber von Jahr zu Jahr hat man ja dazu gelernt. Zum Beispiel hat sie gelernt, dass Mohnsamen gestreut werden, genauso wie Sonnenblumenkerne. Bohnen hingegen werden einzeln von Hand auf eine dicke Holzleimschicht aufgetragen. Zusammen mit dem Pfarrer wurden für dieses Jahr Jakobstraum und die Geschichte der ägyptischen Königstochter Mirjam ausgesucht. Ist das eine lange Vorarbeit, bis man zwei biblische Motive findet, wo zusammenpassen, und das geht dann so das ganze Jahr durch, wo man so durchstöbert, was man dann machen kann. In einem eigens dafür eingerichteten Raum gestaltet Martha Bronner die Kirchenbilder und lässt sich dabei von niemandem assistieren. Sie weiß nach über 50 Jahren genau, worauf es ankommt. Zuerst kommen die Konturen und dann legt man mal wieder die andere Farbe rein und das andere, was passt. Für ein Motiv muss ich 3 Wochen rechnen. Täglich so 4 bis 5 Stunden. Bis Allerheiligen verbleiben die Körnerbilder noch in der Kirche St. Martin. Weitere Bilder wurden von den aktuellen Firmlingen geschaffen. Die katholische Frauengruppe legte einen Weizenkreis und die Sinsheimer Familie Vollmer hat die Kreuzigungsszene nachgestellt. Wenn das ausgebraucht ist, dann kommt es ins Pfarrzentrum und nächstes Jahr werden die Platte wieder hergerichtet für die nächsten Bilder. Ganz zu Recht eine Attraktion beim Erntedankgottesdienst in Sinsheim. Die Körnerbilder von Martha Bronner waren auch nach der Heiligen Messe noch lange interessant für die Kirchenbesucher.
Der Galgenbosch ist die kleine Ackerfläche im Baden-Badener Rebland, die noch heute an ein grausames Kapitel der Geschichte Steinbachs und der umliegenden Dörfer erinnert. 1628 wurden auf Anordnung des Markgrafen innerhalb von 2 Jahren 32 Männer und Frauen zum Tode verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Jetzt wurde ein Gedenkstein genau an dieser Stelle aufgestellt, der an die unschuldigen Opfer des Hexenwahns erinnert. Erst habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, dass man so furchtbar grausam sein kann und so mit Menschen umgehen kann. Und sehr viele Leute haben mir auch gesagt, vor allen Dingen ältere Leute, das kann bei uns nicht passiert sein. So etwas ist bei uns nicht passiert im heiligen Rebland. Wenn man dann aber in der Zeitung liest, wie viele Menschen heute noch genauso gefoltert werden, um die Wahrheit herauszufinden, dann muss man sagen, wir haben aus der Geschichte nicht viel gelernt. Meine persönliche Lehre aus der Sache, oder wenn ich mir mal Gedanken mache, sind einfach, wie wichtig es ist, dass man einfach einen Rechtsstaat hat und auch diese rechtsstaatliche Institutionen zu schätzen weiß und zu schützt und einfach immer aufmerksam ist und anfangen wird, wenn irgendjemand solche Institutionen einfach ja, unterkriegen will. Weil es war ja damals definitiv der Staat, der da das Recht gebeugt hat. Was ist das Wesentliche daran? Was ist gleich bei den alle 32 Opfern? Und da stand natürlich dann im Vordergrund die Brutalität, mit der gegen diese Personen vorgegangen worden ist, die Art und Weise, wie die letztendlich keinerlei Chance hatte. Der Eisennagel hat gleich mehrere Bedeutungen. In erster Linie ist er Sinnbild. Es ist ein deformierter Eisennagel, wo man auch richtig ansieht, selbst dem Eisennagel ist also Gewalt angetan. Der ist also im Schmiedeprozess richtig deformiert worden. Und Ausdruck dieser sinnlosen Gewalt, die auf die Menschen einwirkt hat. 32 Kerzen, für jedes Opfer eine, wurden angezündet. Das Gartenamt hatte den Weg ins Nichts als Symbol für die Sinnlosigkeit der brutalen Ermordungen im 17. Jahrhundert angelegt. Weil die Leute das einfach verdient haben, die unschuldig damals zu Tode gekommen sind, auf grausame Art und Weise, weil sie einfach verdient haben, dass man ihrer gedenkt und sie auch ein Stück weit rehabilitiert. Seit 140 Jahren Gutes bewahren und Zukunft gestalten. Volksbank Baden-Baden-Rastatt.